Um 10 vor 10 blicken wir hinter die Schlagzeilen. Guten Abend und herzlich willkommen. Heute steht das hier bei uns auf unserem Programm. Mehr als nur ein Job. Schweizer Arbeitnehmer wählen die Vielfalt. Rapper im Schleierstaat. Wie sich in Saudi-Arabien eine junge Generation von gesellschaftlichen Fesseln befreit. This is my favorite. Das Lieblingskleid von Samar Nasreddin ist schreiend rot und sehr ungewöhnlich, schon gar für Saudi-Arabien. Also ich finde, das kann Frau tragen. Samar Nasreddin macht Mode in einem der konservativsten Länder der Welt. Und sie macht nicht nur irgendwelche Mode, sie gilt als eine der talentiertesten Modedesignerinnen überhaupt. Mich interessieren diese bedeckten Silhouetten, diese langen, voll und ganz geschlossenen Silhouetten. Das findet man kaum in eurer westlichen Modewelt, denn sie sind im Kern aus unserer Welt. Dann spiele ich mit den Kontrasten, zum Beispiel ein offeneres Top oder so. Samar Nasreddin ist eine jener 300.000 jungen Saudi, welche in den letzten Jahren ins Ausland gezogen sind, um zu studieren. Um das zu erreichen, musste sie allerdings hart kämpfen. Meine Familie sagte, du bist ein Mädchen, du gehst nicht, schon gar nicht alleine. Wenn, dann gehst du dahin, wo deine Brüder sind. Doch das wollte Nasreddin nicht. Die 27-Jährige wollte alleine gehen und nicht wie ihre Brüder in die USA, sondern in die europäischen Modemetropolen. Ich habe einfach nicht aufgegeben und weitergekämpft und weitergekämpft. Und versucht herauszufinden, ist es wirklich unsicher für eine junge Frau aus Saudi-Arabien alleine zu leben? Ich fand keine Antworten, denn so etwas findet man ja nicht in irgendeinem Reiseführer oder so. Am Ende setzte sich Nasreddin durch und überzeugte ihre Eltern. Heute seien diese stolz auf sie, sagt Nasreddin. Ihre Kleider wurden auf den Fashion Weeks in London, New York und Paris gezeigt. Sie war Finalistin beim italienischen Vogue-Wettbewerb und in der arabischen Version der Castingshow Fashion Star. Die Leute hier suchen das, was sie schon kennen. Sie wollen keine Veränderung. Oder wenn, dann wollen sie eine Veränderung in Zeitlupe. Ich aber will keine Zeitlupe. Ich will die Veränderung hier und jetzt. Das schränkt mich ein. So wie Nasreddin geht es vielen jungen Künstlern in Saudi-Arabien. Hi, cool. This place is. Dieser Ort ist einen Tag alt. Wir haben gerade erst begonnen. Wir haben gerade dieses Zeug an die Wand gehämmert und mein bescheidenes Equipment installiert. Luay Abdul Wahab macht Musik. Nicht irgendwelche Musik, sondern eine, die man in Saudi-Arabien kaum erwarten würde. Abdul Wahab macht Hip-Hop und Rap. Rhyming on some Saudi and camel top of beat, but I remain a pharaoh. Prince of Meta, we type Panubius, hello, follow the narrow barrel. Abdul Wahab mischt Arabisch mit Englisch, Altes mit Neuem, Typisches mit Untypischem. Über die saudische Gesellschaft wollt ihr reden? Okay, cool. Also ich arbeite die meiste Zeit an Hip-Hop-Beats, solche Dinge. Sorry, ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Diese war ja auch sehr schwierig. Fühlst du eine Veränderung in der Gesellschaft? Ist sie gegenüber Kunst wie deiner offener geworden? Ja, natürlich, natürlich. Die Medien, die sozialen Medien, die haben einen riesigen Einfluss, vor allem hier in dieser Region. Die Leute kommen immer und fragen mich, was ist deine Message? Was willst du mit deiner Musik sagen? Wie sagt man das? Solche Dinge halt. Sie kümmern sich nur um die Botschaft. Wie sagt man das? Mann, ich weiß nicht, weshalb ich so nervös bin. Ich muss es nicht sein, oder? Nein, einer wie Abdul Wahab muss in Saudi-Arabien nicht nervös sein. Dazu ist er zugeschickt. Zensur? Ich habe doch nicht einmal etwas zu sagen.
Einer, der für seine Kunst schon im Gefängnis saß, ist Abdul Nasser Harem. Harem ist einer der angesagtesten Künstler Saudi-Arabiens. Ich mache meine Leinwände selbst, und zwar aus alten Stempeln. Denn Stempel sind das Symbol der Bürokratie. Diejenige Bürokratie, welche die Menschen hier so kontrolliert, welche ihr ganzes Leben, ihre Ziele und ihre Träume kontrollieren. Abdul Nasser Harem verkauft seine Kunst in London und New York, in Paris und Los Angeles. Harems Geschichte ist voller Brüche, denn bevor er Künstler wurde, war Harem Oberstleutnant in der saudischen Armee. In einer Spezialeinheit, Harem hat im Krieg in Jemen gekämpft. Das sieht man seiner Kunst auch an. Doch irgendwann hatte Harem genug, wurde Künstler und ging dafür ins Gefängnis. Die religiösen Führer, die Wirtschaftsbosse oder die Politiker wollen über die Menschen bestimmen. Niemand kann sich dem widersetzen. Deshalb versuchen wir Künstler, die Stimmen der Stimmlosen zu sammeln. Harem sieht innerhalb der saudischen Gesellschaft die Gefahr für große Konflikte. Denn 70% der Saudis sind jünger als 30. Die Regierung hat wie überall Angst vor der Jugend. Denn der Graben zwischen der jungen Generation und den Älteren ist riesig. Die Alten haben das Geld, die Macht und die Herrschaft. Und die Jungen haben das Wissen und die Energie. So wie Abdul Nasser, Nasreddin oder Luai, der Rapper. Nach Meteor diskutiert hier der Club über Roger Federer und stellt die Frage, was braucht es eigentlich, um ein Held zu werden? Wir sind morgen wieder für Sie da, Sie wissen ja wann. Bis bald also, gute Nacht und gute Zeit.